Los, Gary, du schaffst es. Wohl nicht. Das sieht nicht gut aus für den Chizo. Und damit... hallo und willkommen zu diesem Retro-Let's Play. Wir schauen uns Jagged Alliance Kampf um Metavira an. Und ja, das, was ihr hier seht, das sind die Reste unserer Gruppe aus meinem Ausgepackt und Angespielt Video auf einem Review-Kanal. Auf dem Kanal habe ich mal so ein bisschen die Historie beleuchtet von Jagged Alliance, die einzelnen Spiele vorgestellt und auch hier die Box mal ausgepackt, durchs Handbuch geblättert und so die ersten Schritte im Spiel gezeigt. Könnt ihr euch natürlich gerne ansehen, aber ich werde hier jetzt in diesem Let's Play wieder ein neues Spiel beginnen, eine bessere Truppe zusammenbauen und dort dann auch nochmal alles erklären. Also zwingend erforderlich, das jetzt zu sehen, ist es nicht, keine Sorge. Wir werden jetzt hier also rausgehen, Spieltag abbrechen, Tag erneut spielen, nein. Und dann werden wir ein neues Spiel beginnen. Und uns dazu jetzt erstmal das Intro ansehen. Also Jagged Alliance, wie der Name es hier schon sagt, Kampf um Metavira, spielt auf der Insel Metavira. Da gibt es hier diese Atomtests und wir müssen mit unserer Söldnerarmee... einmarschieren, um dann die Fellow Trees zu befreien, die nach diesem Test einen besonderen Saft abgeben, der für Medikamente gebraucht wird. Darf ich Ihnen meine Tochter Brenda vorstellen? Gott sei Dank, Sie sind endlich hier. Ich werde mich kurz fassen. Lucas Santino hat diese Insel in sein privates Stück Hölle verwandelt. Er war Mitglied von Brendas Forschungsteam, als die medizinischen Anwendungsmöglichkeiten des Fallosaftes erkannt wurden. Es war eine Entdeckung, die Tausenden von Kindern neue Hoffnung gab. Aber es stellte sich heraus, dass weiter geforscht werden musste. Die Bäume sind nur auf dieser Insel zu finden. Und soweit wir wissen, können sie nicht reproduziert werden. Im Moment können wir nicht jeden mit der Medizin versorgen. Eigentlich können wir nur wenige versorgen. Brenda konzentrierte ihre Forschung auf eine Reproduktionsmethode. Aber vor 4 Monaten wurde ihr Forschungszentrum von einem großen Feuer vernichtet. Meine gesamten Aufzeichnungen und Daten wurden zerstört. Ich war schon so nah am Ziel, aber ohne meine Aufzeichnung, ich musste von vorn anfangen. Während des Wiederaufbaus überzeugte mich Santino, dass er ein eigenes Forschungszentrum braucht. Er überzeugte meinen Vater, dass 2 unabhängige Forschungszentren eine bessere Chance hätten, die Bäume zu reproduzieren. Ich willigte gegen den Protest meiner Tochter ein. Es war ein fataler Fehler. Binnen 2 Wochen hatte Santino eigenes Personal auf der Insel. Einige unserer Arbeiter wurden mit Gewalt daran gehindert, den Fallosaft zu ernten. Andere wurden tot aufgefunden. Jetzt hat uns Santino eingekesselt und wir können die Basis nicht mehr verlassen. Wir müssen wieder Zugang zu den Bäumen haben. Ja, wir brauchen wieder normale Zustände auf der Insel. Wir benötigen Sie, um Kontakt zu dieser IBS-Organisation herzustellen, von der Sie gesprochen haben. Sie müssen festlegen, wie wir am besten vorgehen und dafür sorgen, dass viele Bäume abgeerntet werden, bis wir wieder Kontrolle über diese Insel haben. Wir werden Ihnen einen Vorschuss zahlen, der Ihre Auslagen deckt. Den Rest erhalten Sie täglich, abhängig davon, wie viel Saft die Arbeiter ernten und verarbeiten. Es wird nicht leicht werden, die Hitze auf der Insel ist tödlich und Lucas Santino ist ein sehr gefährlicher Mann. Den Santino, den werden wir jetzt hier mal zu Gesicht bekommen.
Ich habe schlechte Nachrichten, Dr. Santino. Auf dem Rickards-Gelände ist ein Helikopter gelandet. Wie viel Mann? Keiner. Sind Sie da sicher? Ja. Sollen wir ihn töten? Nein. Findet heraus, wer er ist. Dann könnt ihr ihn töten. Genau. Und dieser Gelandete sind wohl wir. Wir nehmen jetzt den Schwierigkeitsgrad schwer und schnell speichern im Kampf ist nicht möglich. Und dazu sage ich vielleicht auch noch mal gerade, wie ich denn hier vorhab zu spielen. Also im Kampf werde ich halt nicht speichern. Was aber nicht bedeutet, dass ich sag mal, alles über mich ergehen lasse, was jetzt hier passiert und einfach YOLO durchspiele, denn das wird wahrscheinlich dann zu einer Katastrophe werden. Also, ich werde hier so spielen, wie ich das auch bei anderen Let's Plays quasi mache. Im Kampf nicht zu speichern, hat für mich vor allem den Anreiz, eine gute Taktik, eine gute Strategie für den Kampf zu entwickeln und da nicht einfach nur drauf zu laufen und bei jedem Schuss zu laden und speichern. Ich werde allerdings dann, wenn beispielsweise jemand kritisch verwundet wird, also beispielsweise, es gibt halt hier permanenten Hirnschaden, wenn er getroffen wird, oder dann wird Beweglichkeit, Geschicklichkeit abgezogen, oder eben wenn ein Charakter stirbt, dann werde ich laden und dann muss ich halt den ganzen Kampf nochmal neu machen. Das wird hier meine Spielweise sein. Also ich werde keinen Söldner sterben lassen, aber ich werde eben nicht während dem Kampf speichern, sondern ich werde versuchen, für jeden Kampf eben eine sehr gute Lösung zu finden, mit die man eben so akzeptieren kann. Also wenn ich dann sehe, ja, okay, besser wird's nicht, dann ist das halt so. Aber normalerweise, sollte niemand bei sterben. Ja. Also das wird eher meine Spielweise sein. Schnellspeichern ist im Kampf nicht möglich. So. Und jetzt werden wir uns hier mal eine Gruppe zusammenstellen. Und da habe ich schon rausgesucht, wen ich denn da mitnehmen will. Und an der Stelle auch direkt mal einen Schnitt, denn diese Gruppe, die ich mir da eigentlich rausgesucht hatte, die war, sagen wir mal, mehr als unzureichend. Ich habe den Schwierigkeitsgrad schwer dann doch etwas unterschätzt, also wobei einfach zwei Gegner rumlungern, sind das auf schwer dann direkt 6 oder mehr und das ist schon hart. Also wir müssen schon direkt eine ordentliche Truppe zusammenstellen, sonst wird das nichts. Zumindest nicht ohne Laden und Speichern während des Kampfes. Also wir sammeln hier uns erstmal unsere Charaktere ein und ich habe mir da rausgesucht. Wir nehmen den Jimmy. Der ist jetzt insgesamt nicht so wahnsinnig toll. Der ist aber ein ganz guter Handwerker und kann auch verhältnismäßig schnell laufen. Kostet halbwegs viel, hat dummerweise nur eine 56 Treffsicherheit. Das ist nicht wahnsinnig toll, aber so, man kann hier auch die Ausrüstung einsehen. Haben aber fast alle nur einen 38er Revolver. Also, den nehmen wir mal. Keine Polizei, keine Gerichte, kein Gefängnis, kein Gesetz. Sie können auf mich zählen. Das war damals mein Lieblingscharakter. Dann nehmen wir... die Beth hatte ich mir ursprünglich rausgesucht, aber ich glaube, die trägt einfach zu wenig zum Kampf bei. 36 Geschicklichkeit, 55 Treffsicherheit und die 44 Medizin, die reißen es wahrscheinlich nicht raus. Dann... Ja, Grunty wäre eine Option. Der ist ziemlich gut dafür, dass der 490 kostet und Stufe 1 ist. Man muss halt gucken, dass mit der Stufe ist halt eigentlich, wenn die Stufe steigen, kosten die auch mehr. Man muss das halt immer so ein bisschen im Verhältnis setzen. Also wenn jemand auf Stufe 1 schon 1500 kostet, der wird mit Stufe 2 dann direkt nochmal viel teurer und das kann halt schnell zu einem Problem werden. Also wir nehmen jetzt den Grunty noch mit, der ist glaube ich ganz gut. Und man kann leider die Leute, wenn man die einmal feuert, dann kann man die nicht erneut anheuern. Das ist eine etwas blöde Entscheidung, finde ich, eine Designentscheidung. Grunty ist ein Deutscher. Helmut Grunter! Manisches Metavira, ich bin dabei. Jawohl. So, dann Rusty könnten wir vielleicht später mal mitnehmen. Aktuell, es gibt halt viele, die kann man noch nicht. Ich weiß nicht sehr viel über sie. Vielleicht betreiben sie das Ganze nur als Hobby. Wenn sie eine Weile dabei sind, kommen wir vielleicht ins Geschäft. Ja.
Das schränkt natürlich den Pool von Leuten auch ziemlich ein, auf die man am Anfang Zugriff hat. Hinzu kommt, dass man eigentlich gar nicht weiß, wie viel Geld man zur Verfügung hat. Wir haben zwar ein Etat von 15.000, aber das heißt halt nicht, dass wir 15.000 pro Tag ausgeben können. Das, also durch mein Angespielt habe ich gesehen, dass wir, wenn wir zwei Sektoren am Anfang einnehmen, dann würden wir 4.000 am Tag einnehmen. Und das, was ich mir jetzt hier zusammengestellt habe, das kostet schon über 5.000 am Tag. Wir würden also jedes Mal Verlust machen am Anfang. Aber ich glaube, anders wird's nichts. Хорошо. Я буду работать на тебя, проклятый капиталист. Ja, und der Ivan, das ist halt natürlich so ein der Vorzeigecharakter der Serie. Ex-Rote Armee, sterben vor, töten für Lenin zu sterben für einen Lincoln. Der ist halt wahnsinnig gut für den Preis. Der ist aber eben auch nur Stufe 2. Also dafür ist der Preis dann na, auch wieder so eine Sache. Also Ivan. Dann nehmen wir... Fuchs würde ich gerne noch anheuern. Die hat halt Geschicklichkeit 100 und die hat überall ein bisschen was an Werten. Sobald jemand einen Wert von 0 hat, beispielsweise in Medizin, dann kann der nichts verarzten und der wird das auch niemals lernen können. Also 0 ist halt immer so ein bisschen ein Problem. Hector wäre ein super Kandidat, aber Hector versteht sich nicht mit Vinny und den würde ich lieber nehmen. Eis wäre noch ein ganz guter, aber der hat Medizin 0, Sprengstoff 0 und ist auch verhältnismäßig teuer. Speck hatte ich anfangs in meiner Gruppe überlegt, aber das Problem ist halt, dass man den nicht gescheit in Einsatz nehmen kann. Und wir haben nur 8 Slots und man kann auch 8 Leute ins Team nehmen, in Einsatz nehmen. Das heißt, immer wenn man jemanden zu Hause reparieren lässt, dann bedeutet das auch, dass man halt mit einem weniger unterwegs ist. Also wir werden jetzt die 8 nicht voll bekommen, aber der Hitman, der ist viel zu langsam. Da weiß ich nicht, ob Geschicklichkeit überhaupt was auf Geschwindigkeit einen Einfluss hat. Der ist Stufe 3, aber der würde uns sowieso nicht anschließen. Ich weiß nicht. Lassen Sie mich darüber nachdenken. Sie könnten die Sache beschleunigen, indem Sie in den nächsten Tagen beweisen, dass Sie es wert sind. Geschicklichkeit hat auf jeden Fall Auswirkungen auf die anderen Sachen, also Mechanik und so weiter. Kann ich auch nochmal gerade hier im Handbuch nachschlagen. Das ist natürlich auch hier ganz praktisch, wenn ich das denn hier wiederfinde. Genau, Geschicklichkeit ist ein Maß dafür, wie gut ein Söldner eine schwierige oder präzise Bewegung ausführen kann. Für bestimmte Fähigkeiten, wie beispielsweise medizinische Versorgung von Verwundeten, ist ein hohes Maß an Geschicklichkeit sehr wichtig. Es nützt nichts, dass man die medizinischen Bücher gelesen hat, wenn einem die Hände bei einer Operation zittern. Und auf den Erfolg einer Bewegung die präzise Kontrolle über eigene Hände erfordert. Aber steht jetzt nicht, ob das was auf die Aktionspunkte eine Auswirkung hat. Aber ich denke, Aktionspunkte waren eine Mischung aus Beweglichkeit und Geschicklichkeit. Ja, den Wolf, der ist sehr teuer für Stufe 2, aber der kann halt alles ein bisschen. Den kann man wunderbar dann weiter ausbauen. Den werde ich jetzt mal mitnehmen, auch wenn das hier eigentlich so die kritischste Entscheidung ist. Aber die Entscheidung war dann schlussendlich zwischen Wolf und Eis. Und Wolf kann hier mehr und deshalb nehme ich den. Ich bin morgen da und dann werden wir sehen, aus welchem Holz dieser Wahnsinnige geschnitzt ist. Damit haben wir schon 4 Leute. Und dann nehmen wir noch den Vinny. Der ist halt hauptsächlich Mechaniker, hat ganz gute Werte, aber... Natürlich bin ich dabei. Was glauben Sie, dass ich nichts drauf habe? Und das muss auch am Anfang reichen. Ich würde gerne beispielsweise noch Fox und Smoke mit reinnehmen, aber die wollen beide noch nicht. Und damit haben wir jetzt erstmal unsere Gruppe fertig. Müssen jetzt nochmal 1000 ausgeben, damit die hier rübergeschrabbelt werden. Dann werden wir mal speichern. Jawohl. Und beginnen unseren ersten Tag, indem wir schlafen gehen. Hiermit können wir das zurückgehen zum Hauptmenü. Hier, das ist zum Laden. Damit können wir das Team betrachten und ein paar Statistiken einsehen. Und hiermit können wir die Optionen umstellen. So. Also gehen wir jetzt mal schlafen und holen uns unseren ersten Auftrag, der wird uns jetzt gegeben.
5 Neuzugänge. Wir haben einen Rückschlag erlitten. Jemand ist heute Morgen in die Verarbeitungsanlage eingedrungen und hat ein Ausrüstungsteil gestohlen. Ohne den Mikroveredler sind wir aufgeschmissen. Wir müssen ihn sofort wiederbekommen. Ohne dieses Teil hat es keinen Sinn, die Bäume anzuzapfen. Also wir hatten 15.000, glaube ich. Das ist auch vom Schwierigkeitsgrad abhängig. Ich weiß es jetzt gar nicht genau, aber ich meine, auf leicht hätte man 25.000. Bin mir jetzt nicht sicher. Und das Ordern von Leuten, dieser Helikopter, der kostet jetzt 1.000, der ist sonst auch günstiger. Also, ja, die Preise sind halt hier höher. Also wir bezahlen 5.025 für unser Team. Und ja, das würde jetzt natürlich runtergehen. Jetzt für den ersten Tag natürlich ein Problem, ja, aber das sollte dann halt reduziert werden jeden Tag und hoffentlich kriegen wir dann sehr bald eben auch mehr Einnahmen. Wir brauchen aber auf jeden Fall beide Sektoren, ansonsten können wir unser Team nicht halten. Und wir müssen schon fast hoffen, dass sie nicht steigern, denn das wäre auch ein Problem. Also wir können hier, das ist natürlich jetzt die Weltkarte, wir starten da unten an dem Sektor. Wir können jetzt auch sagen, gut, unsere Leute sollen alle da loslegen. Und dann während des Tages werden wir durch die Weltkarte marschieren. Und am Ende des Tages werden wir wieder rausgeholt. Und wir können also jetzt nicht dann auf eine andere Gruppe wechseln oder sowas. Wir sind immer mit dieser einen Gruppe unterwegs. Wir können hier Wachen verteilen, Zapfer, das sind diejenigen, die das Geld quasi besorgen. Diese Bäume harvesten. Und die Bäume, da haben wir jetzt nur diese zwei grünen, aber die kann man noch nicht abernten, weil man den Mikrofädler nicht hat. Und wir haben hier diese Fabriken, die können also eine maximale Anzahl von Bäumen auch nur halten. Also die sollte man dann eben auch möglichst schnell sich holen. So, also wir werden jetzt unser Team ausrüsten und da weiß ich halt schon, was wir im ersten Sektor so bekommen. Deshalb werde ich das jetzt ein bisschen darauf anpassen. Ich glaube damit... Eine Schutzbrille in perfektem Zustand. Ich glaube damit kann man Gegner ein bisschen weiter sehen. Das werde ich dem Ivan geben, damit der halt noch stärker ist. Und der kriegt auch direkt hier noch weitere Ammo. Die Schlosser-Sets, die brauchen wir jetzt am ersten Tag nicht mitnehmen. Wir haben aber... Oh, und der hat auch direkt eine bessere Waffe. Das Problem ist, dass wir keine Munition haben. Eventuell finden wir aber welche. Okay, die Waffen halten wir mal mit. Der hat dann im Moment keine Pistole. Die finden wir aber. Okay, dann plane ich das mit ein. So, der hat keinen Rucksack, den finden wir auch. Der hat auch keinen Rucksack, nicht so gut. Also wir haben jetzt einen ohne Rucksack, einen ohne Waffe. Und das sollte dann soweit auch passen. Dieses Abhördingen. Ein Funkgerät. Das haben sie. In perfektem Zustand. Ich weiß gar nicht, wofür das... ob das einen spielrelevanten eine Funktion hat. Es gibt halt auch noch so Dinger, womit man die Umgebung besser wahrnehmen kann. Dann hört man die Gegner früher. Aber bei dem weiß ich nicht, ob das überhaupt einen Unterschied macht, ob man das anhat oder nicht. Okay. Das war... Achso, Verbandskasten habe ich jetzt noch nicht gecheckt. Der Wolf hatte, glaube ich, eins, ja. Okay, und Ivan könnte theoretisch auch eins verwenden. Wir sollten... Ja, ein Messer dabei zu haben, wird reichen. Und das gibt uns vielleicht eine etwas höhere Flexibilität. Andererseits, wenn wir so viele Wunden kassieren, dass wir mehr als einen Verbandskasten brauchen, sind wir sowieso im Eimer. Also, Medizin hat der Wolf 44. Das ist dann derjenige, der es verwenden muss. Okay, dann starten wir hier und werden erstmal... Jetzt gibt es hier auch schon mal so eine schöne Animation. Aber sowas finde ich immer ganz nett.
So. Wir werden erstmal jetzt diesen Sektor erkunden. Das ist ja unser eigener Sektor, aber da liegen halt noch ein paar Sachen bei, die wir natürlich jetzt noch mitnehmen sollten. Und diese kleinen... Sieht aus, als wäre hier etwas. Okay. Diese Animationen finde ich ganz cool. Schlüssel. Ein Schlüssel. Und der Sprecher, der liest alles vor. Okay. Sehr cool. Okay. Okay. Die Sachen kann man grundsätzlich alle untersuchen, aber wir werden jetzt nichts in der Toilette finden. Nicht. Es gibt ein paar Sachen, wo häufiger oder für gewöhnlich Sachen drin sind. Ich kann mich nicht erinnern, hier in sowas damals was gefunden zu haben. Das hier ist, glaube ich, auch nichts. In so Küchen kann man, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, aber das hier ist so ein Objekt, was man auf jeden Fall untersuchen sollte. Leer. Genau, da sagt er auch leer. Wir werden da mal gerade rein. Okay. Sieht aus, als wäre hier etwas. Mhm. Da ist ein Helm. Okay. Man sieht aus, als wäre hier etwas. Man kann übrigens mit Z das anzeigen lassen. Und also Z auf der Tastatur. Und hier steht auch noch irgendwo so ein Schild rum da. Das kann man auch mit Z lesen, Reservoir. Ich laufe erstmal mit dem Winnie hier rüber, damit der seinen Rucksack holen kann. Da weiß ich, da ist ein Rucksack in dem Gebäude drin. Das hier ist unsere Wache. Scheint, als hätte ich etwas gefunden. Das nehmen wir mit. Eine Weste mit vier Taschen. Ja, wäre schöner, wenn die das halt sagen würde und man gleichzeitig noch weiter agieren könnte, aber... Ein Messer. Leider muss man das halt wegklicken, um da was weitermachen zu können. So, wir haben ein Messer gefunden. Okay. Das ist aber ein normales Messer. Also es gibt das Messer und ein Kampfmesser und ich glaube, das Kampfmesser ist besser. Okay. Der Grunty nimmt jetzt mal Munition auf. Okay. 38er. Vier Schachteln ab. Mehr geht nicht. Und das kann man eben jetzt hier auch auf den Boden legen. Und dann kann das wer anders mitnehmen. Okay. Der Grunty hatte den Schlüssel. Den können wir hier unten noch verwenden, um das aufzuschließen. Wir können mit Einfügen, können wir die Karte aufmachen. Wenn ich jetzt Tab drücke, dann kann ich alles sehen. Das ist aber einfach nur dafür, damit man sehen kann, wo man schon rumgelaufen ist und was man erkundet hat. Und mit Bild nach oben kommt man wieder zurück. Man kann rein theoretisch auch einfach nur Tab drücken. Tab. Ne, kann man nicht. Man kann nach... Genau, Bild nach oben drücken. Dann schaltet man hiermit durch. Aber das ist halt... Also... Naja, wenn man das halt so macht wie ich. Mit Einfügen die Karte öffnen. Mit Tab weg. Und mit Bild nach oben wieder zurück ist es, glaube ich, am günstigsten. Oder... Ah, Bild nach unten, damit kann man das auch direkt dann so anzeigen lassen. Dann vielleicht das. Also Bild nach unten für die Karte mit allem frei und Bild nach oben wieder zurück. Okay. Sieht aus, als wäre hier etwas. So, wir haben den Schlüssel verbraucht. Okay. Wir nehmen jetzt diesen Kasten mit. Ein Werkzeugkasten. Okay. Und hier, das ist unsere Fabrik, die aber eben nicht in Betrieb ist, weil wir diesen Mikroveredler nicht haben. Okay. Okay. Da ist nix. Okay. Das war Grunty. Da ist noch die Pistole. Die war für den Wolf, weil der ja keine hatte. Okay. Okay. Natürlich hat er noch diese 45er. Ein 38er Revolver. Aber ja, müssen wir erstmal damit hantieren. Das Spiel lädt hier automatisch und kostenlos nach. Also kostenlos im Sinne von, das kostet keine Punkte. Okay. Kostet aber natürlich Munition. Okay. Das heißt, diese vier Schuss, die sind da drin, die kriegen wir so auch, glaube ich, gar nicht raus. Oder? Gepäck. Das sagt der Sprecher dabei. Okay. Und damit haben wir hier auch alles, außer
Okay. Okay. Diesen nehmen wir noch mit. Eine Schacht. Ja. Okay. Drei Schachteln 38er Munition. Okay. Eine Schacht. So. Jeder hat. Ja? 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 Ordentlich Munition, eine Waffe. Und damit. Achso, das hier muss ich noch mitnehmen. Okay, okay, okay. Ein Helm. Mhm. Hä? Okay. So. Und dann werden wir in den benachbarten Sektor rein und hoffentlich alles erfolgreich umnatzen. Zu den Optionen. Man kann hier schnelle Animationen anmachen. Moment. Ich dachte eigentlich, dass ich die schon anhab. Okay. Schnelle Animationen an. Okay. Na, wohl nicht. Okay. Das hier ist noch eine Ecke schneller. Das lassen wir auf jeden Fall so. Okay. Es dauert mich schlussendlich dann alles Jahre, um da hin und her zu laufen. Man kann übrigens auch auf der Karte klicken, dass man da rumläuft. Wir können außerdem sagen, dass wir nur mit einem Klick uns bewegen und nicht mit Klick und dann noch ein Klick. Wir können das Scrollen verschnellern. Das geht aber dann super schnell. Damit kann man nicht mehr gescheit spielen, finde ich. Söldner-Keys anmachen. Man kann sagen, dass die Schritte nicht mehr klingen. Und wir können jetzt hier speichern. Und das Spiel hat halt neben diesen Speicherständen, die man in seinem Raum aussuchen kann, hat man einen Quicksave-Slot. Und den können wir jetzt aber nur verwenden, wenn man nicht im Kampf ist. Ja. Man kann aber selbst im Kampf Alt-X drücken. Dann sagt er hier zurück ins DOS. Und das kann man auch im Kampf machen und dann trotzdem speichern. Also theoretisch kann man das darüber natürlich exploiten, aber machen wir jetzt natürlich nicht. Überqueren kann man hier oben klicken. Also man kann jetzt nicht auf der Weltkarte hier irgendwas machen. Die ist trotzdem sinnvoll, weil man da sehen kann, es kann halt auch sein, dass Gegner angreifen. Überqueren kann man entweder hier drüber oder linke Maustaste drücken, halten und dann diesen Pfeil, den Maus nach links ziehen und dann hat man den Pfeil. Man kann die auch wieder zurück und dann haben wir rechts, oben, ja, also das ist halt alles eine alte Steuerung. Wir gehen jetzt nach links rüber. Und da habe ich von der Schnellladen-Funktion auch gleich mal Gebrauch gemacht. Ja, ich hatte jetzt hier auch schon einen Fehlversuch. Oder waren es zwei? Bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Es kann halt hier genau passieren. Ja, genau das kann passieren. Und da kann man auch nichts gegen machen. Und das ist halt ein bisschen blöd, ja. Also man geht in den Sektor rein, wird sofort unterbrochen und niedergeschossen. Also, naja, da können wir eigentlich auch nicht gut das. Also, eigentlich können wir das überhaupt nicht vermeiden. Wir müssen leider, zumindest in der ersten Runde, schlicht Glück haben. Das verbessert sich natürlich, wenn die Charaktere eine höhere Stufe haben, wenn man dann selber eher einen Interrupt bekommt. Aber jetzt kann es auch sein, dass sobald wir schießen, der Gegner eine Unterbrechung bekommt. Also, okay. Ja. Ich sollte vielleicht erstmal meine Leute in Positionen bringen. Wir werden jetzt dann mit Ivan angreifen und hoffentlich treffen. Hat keine Unterbrechung bekommen. Es kann, glaube ich, passieren, dass die Unterbrechung bekommen, immer daneben schießen. Also da fallen sehr viele Faktoren mit rein. Das sieht aber sehr gut aus. Ist aber eben auch sehr nah dran. Ja. Sauber. Okay, das war der erste. Oh ja. Oh ja. Gehen wir mal noch nach da unten. Ja. Devini. Na, gehen wir erstmal nur hier hin. Man kann sich auch hinhocken, das kostet halt nochmal 2 Punkte. Und man kann nicht aus dem... Gegner aufgespürt, ziemlich leicht auszuschalten. Man kann nicht aus dem Hocken schießen, der steht dann automatisch dabei wieder auf.
Aber ganz nett, wie der sich da umgedreht hat. Okay. 9. Leider kann man auch nicht sehen, wie viel man dann für den nächsten Schuss bräuchte. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir für den nächsten nicht 9 brauchen. Wenn wir jetzt umdrehen, also rechte Maus das erhalten, dann die linke, das Auge dahin ziehen, dann brauchen wir immer noch 9. Okay, da haben wir wohl nichts durchgewonnen. Sehe. Nein, ich schieße mal einen gezielten Schuss und dann... Oh, sehr gut. Kann er sich immer noch hinhocken? Ja. So. 10, aber ich glaube, der kann dann nochmal für 7 schießen. Ja. Wolf hat neu geladen. Ja. 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 Ja, da können wir für 13 Punkte hinlaufen. Ja. Ja. Gehen wir okay. Eins runter, dass wir hier ein bisschen in Deckung bleiben. Da. Ja. Ja. 9 nur. Oh, sehr guter Treffer. 8. Ja. Jetzt könnten wir hier entweder auf Risiko gehen, zweimal schießen, oder wir gehen in Deckung. Oder wir machen einen Kompromiss. Wir gehen dahin und schießen einmal. Okay. Ja, nochmal so. Na, ah, leider nicht getroffen. Ja? Der Gegner haut ab. Okay, sehr gut. Damit hat er alle seine Punkte verbraucht. Umso ja. kaputter die sind, umso niedriger sind deren AP. Und dann hat er quasi dann alle seine AP fürs Laufen verwendet. Ja? Der lebt immer noch. Ja. Okay. Das ist ein sehr guter Anfang. Jetzt haben wir schon 2 getötet. Da sieht man leider nicht, ob was hinter ist. Kann man dann aber auf der Karte sehen. Ja. 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 So. Gehen wir mal hier weiter. Mal umdrehen und die Hocke da. Хорошо, хорошо. So, und Jimmy kann schon mal hier hin. So. Grunty hat auch noch 7. Ah, da unten. Keine Gegner im Moment. Mhm. Gehen wir erstmal darüber. Ja. Also man kann scrollen, indem man an die Ränder geht. Das ist auch schneller als hier mit den... Pfeiltasten zu scrollen, aber das kann ich halt machen, während ich hier schon was angewählt habe. Okay. Deshalb für Feinjustierungen benutze ich dann doch lieber die Pfeiltasten. Mm. Okay. Na? Хорошо, хорошо. Okay. Ja. Okay. Haben wir alle? Jawohl. Ja. Okay. Hm. Okay, da sehen wir niemanden mehr. Es kann aber sein, dass die sich dahinter verstecken. Soweit. Also wir können zwar weit gucken, aber die Sicht ist dann doch auch sehr schnell blockiert. Ja. Ja? Wir sollten wahrscheinlich schauen, dass wir da in das Gemüse kommen. Wir könnten alternativ... Gehen wir mal auf die Karte. Wir könnten alternativ natürlich auch hier runter und dann von da aus hier nach oben. Hm. Naja, es wäre vielleicht das... Weil das hier ist ziemlich weit. Nein, dafür sind das nur ein paar Punkte. Das hier ist der Weg. Das ginge auch... Naja, wir werden mal hier nach unten und dann von da aus gucken. Wir könnten auch... Na, die Sachen, diese Bällen, nehmen wir später mit. Okay. Gehen wir mal nach unten. Ja. Okay. Ja?
Okay. Da? Ja, da laufen wir natürlich jetzt ein bisschen hin und her. Krasher. Ja? Der bleibt jetzt erstmal da stehen mit seinen letzten Punkten, ja. Okay. Ja? Okay, Mist. Aha, okay. Okay. Der hat uns vermutlich auch schon gesehen. Machen wir noch nix. Naja, das. Ja. Von den Positionen her ist das jetzt auch nicht ganz optimal. Ja. Okay. Ja. Okay. Gut möglich, dass wir eine Unterbrechung bekommen, aber mit den Punkten jetzt sowieso nicht mehr. Ja. Хорошо, хорошо. So. Ja? Fertig. Mhm. Okay, der Ivan könnte sicher treffen. Ja. Das ist halt auch ein echt guter Schütze. Ja. Sauber. Ja. Grunty. Wow. Ja. Da möchte ich vermeiden, dass ich versehentlich den Ivan anschieße. Mhm. Und der kann jetzt leider nur laufen. Okay. Okay. Ja, der läuft weg. Steht aber offen. Gegner aufgespürt. Oh. Ziemlich leicht auszuschalten. Stehen nebeneinander. Ja. Yeah. Aber sehr, sehr weit weg jetzt. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Und der Ivan ist auch super weit weg. Ja. Yeah. Ja. Ich meine, wir können zwar dahin schießen. Aber ich sollte vermutlich schauen, dass ich da rankomme. Ja. Das ist zu weit. Хорошо, хорошо. Ich kann mir vorstellen, dass die Gegner mich im Moment gar nicht sehen. Ja. Ja. Ich werde mich daher. Ja, ich werde hier mal zurückbleiben. Eventuell laufen die zu mir hoch. Von da unten können die mich nicht angreifen, glaube ich. Der ist am Verbluten. Ja. Naja, das wird nichts. Da. Da können wir auch nichts machen. Ja. Mhm. Hier steht einer der Verlierer. Soll ich ihn von seinem Leid befreien? Es ist immer noch viel zu weit weg. Aber wir haben jetzt 15 Punkte. Vielleicht sollten wir den auch damit anlocken. Nee, das machen wir nicht. Ja? Da. Der Ivan kann noch ein Stückchen weiterlaufen. Mhm. Ja. 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 Okay. So. Ja, ist ganz gut, wenn die sich da weiter wieder verteilen. Der eine ist aber ein bisschen nach links oben gelaufen. Ja. Das wird nix. Ja. Ja. Das hier wäre vielleicht eine ganz gute Position. Der guckt aber. Ich glaube, der guckt nach links. Ja. 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 Хорошо, хорошо. Mhm, der guckt auch in quasi die falsche Richtung für ihn. Хорошо, хорошо.
So. Ja? Okay. Ja? Ja. Das reicht nicht. Ja? Da bin ich mir nicht sicher, wo wir da genau in Deckung sind. Bleiben wir mal so. Ja. Okay. Ja. Okay. So. Der eine ist umgefallen und wohl dann auch direkt gestorben. Ja. Ich glaube, hier liegen die nicht sterbend rum. Хорошо. Okay, da drehen wir uns mal um, dann sehen wir wahrscheinlich schon. Ne, sehen wir nicht. Ja. Okay. Mhm. Ja? Ja? Trotzdem ist natürlich das hier von der Positionierung ein bisschen unglücklich jetzt. Okay. Wir gehen mal hier ganz weit am Kartenrand entlang. Ja. Okay. Ja? Okay. So. Und wenn die jetzt da vorbeikommen sollten. Ja. Also zu uns hinkommen sollten, dann könnten wir die eventuell unterbrechen. Ja. Okay. Ganz weit außen vorbei. Sieht aus, als wäre hier etwas. Okay. Eine Brechstange. Ja. Okay. Ah, shit. Ja? Da kann ich nicht mehr hinhocken. Okay. Ja, Gegner aufgespürt. Ziemlich leicht auszuschalten. Nee, das machen wir nicht. Den lassen wir mal weiterlaufen. Damit die sich noch in eine bessere Position begeben können. Okay. Ja. Okay. Ja? Okay. Mhm. Ja. Ja. Okay. Ja. Okay. Darüber. Okay. Ja. Okay. Ja. Okay. So. Ah, die laufen nach unten. Naja, ja, der eine schon, aber das war wohl eher Zufall. Ja. Okay. Und jetzt laufen wir hier rüber. Okay. Ja? Okay. Ja? Okay. So. Ja? Mhm. Viel zu weit weg. Jetzt langsam nach oben. Okay. Nee. Ah, bin ich mir nicht sicher, ob der den gesehen hat. Ist sehr gut möglich. Ja. Okay. Ja? Okay. So. Ja. Na, der hat wahrscheinlich nichts gesehen. Na? Okay. Ja. Okay. Nochmal weiter. Okay, nicht. Mhm. Ja?
Und so langsam sind wir schon gefährlich nah dran. Ja? Okay. Ja? Da? Хорошо, хорошо. Ja? Ich weiß auch nicht, okay, ob der Baum da wirklich hilft. Ja? Der hat mich noch nicht gesehen. Ja? Jetzt vielleicht schon. Der Ivan kann auch schießen. Ja, das nutzen wir. Da? Yes! Das war leider nix. Ja? Okay, also die können auf jeden Fall den treffen, den dahinter vermutlich eher nicht. Sehr gut, aber auch wieder die Waffe macht gar nichts, weil das einfach auch zu weit wahrscheinlich ist. Der Grunty sollte den wahrscheinlich ein bisschen flankieren von da aus. Jawohl. Oh ja. Oh ja. Na. Da. Ja. Die Helden. Okay. Der wird jetzt in Deckung laufen. Naja. Ja. Ja. Na, die Position da ist natürlich, wäre da gut, aber. Okay. Sehr schöner Treffer. Ja. Okay. Ja, der wird da wahrscheinlich nicht treffen. Ich probiere es, aber ich habe eigentlich wenig Hoffnung. Ja. Ey, das macht keinen Sinn. Der läuft direkt mal weiter. Okay. Hoffentlich finden wir nicht noch einen. Ah, doch. Tun wir. Okay. Ja? Ah, okay. Schieß mal auf den. Sehr schön. Naja, ist kritisch. Der hat noch nicht so den wirklichen Plan. Okay. Wow. Sauber. Oh ja. Ja, ja. Okay, also da steht einer. Ja. Ja. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich da jetzt schon so hinlaufen sollte. Ja. Könnte auch sinnvoll sein, da auf eine Unterbrechung zu warten und hoffen. Ja. Ja. Da. Naja, die Position hier ist natürlich auch nicht so super. Okay. Okay. Ja. Naja. Okay. Mist. Okay. Okay. Ja? Naja, okay. Dann gucken wir mal. Ja. Der hat uns anscheinend noch nicht gesehen. Wir könnten den jetzt unterbrechen. Der ist ja schon ein bisschen gelaufen. Ja, probieren wir. Na? Na, leider nicht. Okay. Ja? Ja, der steckt da jetzt natürlich ziemlich fies drin.
Ja? Den da zu treffen, ja? Das wird was. Okay. Ja? Ja. Da Rübner, der kann nicht mehr. Ja? Ja? Ja, das ist nicht so wahnsinnig toll. Okay. Na? Ja? Jetzt haben wir nur noch Vinny. Ja? Der schießt nicht durch diese vier Bäume durch, das wird nichts. Warten wir mal ab und guck mal, was der Gegner macht. Okay. Das war nicht so gut. Aha. Ja? Ja? Verwundet. Okay. Ja? Das klappt nicht. Shit. Ja, und der ballert uns jetzt hier zusammen. Ja. Das war wahrscheinlich der letzte Gegner. Okay. Ja, wir haben leider ein bisschen was an Verletzungen jetzt durch den letzten Kampf davongetragen. Aber ich glaube, damit können wir leben. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Verletzungen auch automatisch dann wieder heilen. Okay. 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 So, dann werden wir jetzt hier mal ein bisschen plündern. Ein Erste-Hilfe-Päckchen. Jawohl. Okay. Eine Schachtel. Na, die brauchen wir auch. Okay. Leer. Na gut. Okay. Wolf ist bandagiert. Ja. Der muss aber jetzt auch noch den Jimmy bandagieren. Okay. Wir können auch sehen, wie viel Munition wir jetzt hier schon verballert haben. Das war schon so ein bisschen exzessiv. Ja. Okay. Okay. Da ist ein Rucksack. Und da ist ein Abhörgerät. Ein Abhörgerät. Okay. Okay. Ja. Ja, der hat nur noch zwei Schuss. Okay. Eine Aber der wird möglicherweise hier noch andere Ammo finden. War hier was? Ne, ich glaube, die war leer. Nichts. Da ist Munition für seine Waffe. Zwei 45er Magazine. Naja. Dann wird der jetzt auch die Waffe verwenden. Legen wir mal das Messer weg. Moment. Ja, genau, das nehmen wir wieder mit. Okay. Ja. Wer hat den kleinsten Rucksack? Der Ivan? Ja? Ne, der Grunty. Der guckt mal, dass der den hier mitnimmt. Okay. Eine Weste mit. Jawohl. So, Karte. Da sehen wir, da liegt noch ein Gegenstand da und da sind zwei Gegenstände. Und ich hoffe mal, dass das eine ein Mikroveredler ist. Ja? Nehmen wir mal die Brechstange mit. Okay. Ein Brecheisen. Mhm. Na? Хорошо. Da haben wir auch nochmal einen besseren Rucksack. Хорошо. Eine Weste mit 5 Taschen. Perfekt, das ist der Beste.
Хорошо, хорошо. S36T9. Storch AM-Ausrüstung nach Bedarf verteilen. LS. Ja, das heißt wahrscheinlich, dass wir in Sektor 36 bis Tag 9 was die Ausrüstung holen sollen, ansonsten sind die Kisten leer. Und AM bedeutet wahrscheinlich nicht AM, sondern am Morgen. So, das waren die beiden Sachen, aber da war jetzt noch eins. Hier. Also da. Naja, es ist ein Messer. Das ist das Messer, was ich da hingeworfen habe. Ja, das ist ein Problem. Okay, also die Mikrofaibler haben wir noch nicht gefunden. Okay. Das Schlosser-Set. Ein Cut. Ja. Okay. Und eine Kevlar-Weste. Nice. Dann kann der Ivan haben. Eine Kevlar-Weste. So. Хорошо, хорошо. Gehen wir nochmal hier. Was? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wieso der auf die Karte gewechselt ist. Хорошо, хорошо. Ja, keine Ahnung. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Vielleicht, wenn ich hier klicke und dann eine Pfeiltaste drücke oder sowas. Naja, das scheint da irgendwie mit im Zusammenhang zu stehen. Okay, wir können aber hier jetzt mal noch gucken. Und hier auf diese Weise erkunden. Ich kann jetzt hier auch nochmal schnell speichern. Damit überschreibe ich also jetzt den alten Spielstand. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Хорошо, хорошо. Damit sieht man aber eben auch Kisten und so weiter eher schlecht aus dieser Perspektive. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Na. So. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Ich denke aber nicht, dass wir hier noch was übersehen haben, was auf dem Boden liegt. Also wir müssten dann auf jeden Fall die andere Zone auch noch haben, weil ohne den Mikrofeiler sind wir ratzfatz pleite. So, da unten ist noch eine kleine Insel, da müssen wir auch noch drauf. So. Der hat noch einen Platz im Inventar. Ja. Der auch nur noch eins. Okay. Gepäck. Werden wir mal dem das hier. Ach, Mist. Alle nehmen. Das geht darüber. Das bringen wir den noch irgendwo drauf. Ja, der hat nur drei. Dann müssen wir das dahin und dann dahin. So. Jetzt hat der Ivan noch einen Platz frei. Wie machen wir das? Der legt jetzt mal das gerade auf den Boden. Ja, genau. Vielleicht ein bisschen kompliziert. Aber wir geben das rüber. Naja, das war ein bisschen Quatsch, aber so. Hatte ich jetzt alles oder habe ich noch eine Sache irgendwo vergessen? Er hat jetzt drei Felder frei. Okay, das sollte so passen. Dann werden wir jetzt nochmal speichern.
Der hat das Messer, das nimmt er als Hauptteil und dann wird er hier rüber schwimmen und hier die Kisten untersuchen. Ich weiß, dass da welche sind. Und wir sind nicht von einer Schlange angegriffen worden. Das ist eine Granate. Eine Granate. Aber nur 68%. Okay. Noch ein bisschen Ammo. Zwei Schachtel. Aber Ammo können wir brauchen. Okay. Und noch ein Helm. Ein Helm. Okay, der hat aber auch fast nichts mehr. Okay. Na gut, das war's hier. Dann speichern wir nochmal und dann machen wir uns auf den Weg zurück. Okay. Ausdauer ist noch da. Alles gut gegangen. Okay, wechseln. Mhm. Gut, gut. Das heißt, dann müssen wir jetzt in den anderen Sektor gehen. Hier ist ja nichts mehr. Okay. So. Optionen speichern. Wir können jetzt auch von der Karte die Wachen abziehen und die hierhin beordern. Und von da aus kann ja nichts passieren. Wenn wir da jetzt hingehen, nach Osten, das ist unser Sektor. Und wir werden jetzt so weit wie möglich hier rüber. Und dann hoffe ich, dass der Mikroveredler in der Zone ist. Wir müssen aber auch ein bisschen warten, weil der hat keine Ausdauer mehr. Und den will ich so nicht in der Zone rumlaufen lassen. So, nochmal schnell speichern. Dann drücke ich jetzt C, um die... Ja, genau, Wachen haben das erreicht. Zeitraffer, das zu beschleunigen. So. Schnell speichern. Und dann überqueren nach Norden. Und das soll's für diesen ersten Teil auch gewesen sein. Der erste Sektor muss erstmal reichen. Es ist ein bisschen länger geworden. Deshalb jetzt den ersten Teil, den ersten Tag aufgeteilt. Neue Folgen gibt's immer montags, mittwochs und freitags. Gerne auch den Kanal abonnieren, um da nicht zu verpassen. Aber ihr könnt auch, wenn dieser Teil jetzt schon ein bisschen älter ist, unten in der Videobeschreibung eine Playlist finden. Und damit ist es dann am einfachsten, die Folgen nach und nach zu schauen, ohne die jedes Mal neu raussuchen zu müssen. Aber ansonsten eben auch gerne den Kanal abonnieren, damit man eben die neuen Folgen bekommt. Am besten die Glocke anmachen, ihr kennt das. Und damit sage ich auch erstmal danke fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Danke und bis denne. Bye, bye.